Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, ihr wisst ja, dass ich außer Jack noch ein weiteres Tier habe, und zwar einen Goldhamster. Und endlich habe ich es geschafft, ihr einen neuen Käfig zu kaufen, weil davor hatte sie einen viel zu kleinen Käfig. Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr irgendwas für euer Tier kaufen wollt oder allgemein euch überhaupt ein Tier holen wollt und eure Eltern sagen, nein, das ist zu teuer, so viel gebe ich nicht aus für ein Tier und ja, du darfst gar nicht erst eins haben, weil es so teuer ist und sowas. Und dass man dann letztendlich ja versucht, das Minimum rauszuholen und so war es bei mir auch. Ich wusste am Anfang nicht, wie viel Platz ein Hamster benötigt. Hab schon einen relativ größeren Käfig gekauft, als man ihn so in der Zoohandlung kennt. Ihr kennt ja diese ganz kleinen Käfige. Die gibt es ja in Massen dort immer. Und diese ganzen Käfig mit dem ganzen Plastik und. Und mein Käfig war nicht sehr groß. Mein Käfig war fast 60 cm lang. Das war halt das Negative an meinem Käfig, aber ansonsten habe ich alles beachtet, was man beachten sollte. Ein Sandbad, ein großes Laufrad und kein Plastik weiter im Käfig, bis auf das Laufrad. Aber leider konnte ich nicht für einen größeren Käfig sorgen, beziehungsweise ich durfte mir damals keinen kaufen. Mittlerweile wohne ich ja alleine und jetzt endlich habe ich mir vorgenommen, meinen neuen Hamster einen neuen Käfig zu kaufen. Ich habe jetzt schon vor ein paar Tagen alles gekauft und bestellt und habe jedes Mal ein bisschen was gefilmt. Das werdet ihr gleich sehen. Was man noch sagen kann, ja, im Video seht ihr das Sandbad nicht, weil ich es ja bei meiner Mutter vergessen hatte. Aber da sie in einer Woche sowieso kommt, wird sie es mir mitbringen und dann kann ich es wieder in den Käfig stellen, weil ich habe es da ausgewaschen und habe es dann stehen lassen. Dann bin ich hergefahren. Und dann hat sie kein Sandbad. Ich habe jetzt keine kleine Schüssel, die von der Größe her passt. Ich weiß nicht, vielleicht nehme ich heute eine Müsli-Schüssel oder so. Aber ich weiß nicht, ob ich genug Sand noch habe, um die dann zu füllen. Aber naja, mal schauen. Ich hatte zwar jetzt immer noch nicht genügend Platz für einen riesengroßen Käfig, weil ich hier nur eine kleine Wohnung habe und der Hund ja hier rumläuft. Natürlich hat es dann auch nicht für diesen 1 Meter Käfig gereicht. Und 90 cm Käfige gab es auch nicht, aber ich habe einen mit 35 gefunden. Quatsch, 35, 85 gefunden. Irgendwann, wenn ich mal Platz habe, wünsche ich mir unbedingt so ein Terrarium. Aber im Moment ist das die beste Möglichkeit. So viele Leute, die so negativ kommentieren, und ich hoffe, keiner von euch ist darunter, der dann jetzt sagen wird, ja, wenn du dem Tier nicht genau das hundertprozentig bieten kannst, dann lass es. Kommt, wenn ich die Bedingungen zu, sagen wir mal, 95% erfülle, ist es doch jetzt kein Grund, sich nicht ein Hamster zu holen oder sonstiges, finde ich. Und nun zeige ich euch, wie das Ganze abgelaufen ist. Ich habe ja, wie gesagt, einige Tage gefilmt, ein bisschen immer ein bisschen mehr reingepackt in den Käfig, mal meinen Hamster ein bisschen gefilmt. Sie ist zutraulich, ist aber trotzdem vorsichtig, beobachtet. Vor allem ist es natürlich komisch, wenn ich das Licht anmache abends und ja, plötzlich, sie sieht dann wahrscheinlich erstmal gar nichts. Und deshalb, ja. Aber wie gesagt, ich lasse sie zum größten Teil in Ruhe, deshalb ist sie nicht ganz so zutraulich. Aber sie ist auch nicht scheu, sie ist halt sehr neugierig eigentlich. Aber ihr kennt das ja, Tiere kommen ja immer an. Aber wenn man sie anfassen will, dann hauen sie lieber ab. Okay, ich hoffe, euch gefällt das Video. So, heute kam der Käfig an. Ich habe gleich schon mal Streu gekauft, weil das andere neigt sich dem Ende. Und für diesen Koloss, oh Gottes Willen, das Ding ist so groß. Das Ding ist so riesig und naja, natürlich kam der Postbote, als ich nicht zu Hause war. Also habe ich den Postboten mal wieder gesucht. Leider war er ein bisschen weiter weg, aber ich dachte, oh, holst du dir das Paket lieber da, zerrst es durch die Seitenstraßen als durch die Hauptstraße. Und so war es dann auch. Das Ding ist so unhandlich, es hat keine Henkel gehabt und ich habe das Ding so lange geschleppt, also immer wieder so ein paar Meter hingestellt, irgendwie Position gewechselt, bis mir
bis jemand Mitleid hatte und mir geholfen hatte. Ja, und ich packe das Ding jetzt aus und dann werden wir sehen, wie riesig das ist. So, ich habe mich jetzt durchgequält, das Ding auszupacken. Jetzt werde ich es erstmal füllen und alles reinstellen und ja. Das seht ihr dann, wenn es, denke ich mal, fertig ist. Oh, so Leute, jetzt ist das Ganze auch gefüllt. Ich habe fast das ganze Einstreu dafür benutzt. Und oh, das ist so viel. Dieses Einstreu hat bei mir sonst immer ein halbes Jahr gehalten. Und jetzt ist einfach mal das Ganze da drin. So, und jetzt werde ich mal alles zusammensuchen, was ich habe. Ich werde meinem Hamster sicherlich noch mehr Häuser kaufen oder sonstiges. Aber im Moment, ja, habe ich noch nicht so viel, weil der Käfig halt kleiner war und wird halt noch einiges dazukommen. So, oh Mensch, ey Leute, ich habe so wenig. So wenig. Also, ja, Jack ist sehr interessiert. Schaut mal, wie klein Jack ist und wie groß der Käfig ist. Oh je. Hallo? Kommst du jetzt in deinen neuen Käfig? Ja, tut mir leid, es ist jetzt gerade so am frühen Abend. Ja, ich weiß. Tut mir leid. So, schau mal, Amy. Das ist dein neuer Käfig. Ist der nicht riesig? Bist du klein dafür, ha? Huh? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich die Häuser auch so lasse. Ich denke mir irgendwie was aus. Damit das auch schön... Das sieht gerade so verdammt leer aus. Das ist echt... Ja. Also sie hat nicht so eine große Angst vor Jack. Jetzt sind 2 Tage vergangen und ich habe für meinen Hamster noch ein paar Dinge gekauft. Ich zeige euch jetzt den Käfig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das Sandbad. Und das nicht, weil ich es noch nicht gekauft habe, sondern weil ich es das letzte Mal in den Herbstferien bei meiner Mutter vergessen habe. So, also, da ist die kleine Amy. Ich weiß nicht, wie spät ist es jetzt? Es ist jetzt... Huch! Es ist jetzt 21 Uhr. Ne, 22 Uhr schon. Schon, glaube ich, sogar schon 10:30. Habe ich wohl zu dicht dran. Und ja. Das ist jetzt ihr Käfig. Da hinten ist das große Rad. Ich habe ihr letztens ein neues gekauft, weil das alte total gewackelt hat und ständig an den Käfig geklopft hat. Und es war richtig laut, wo ich sie dann gar nicht am Ende mehr in meinem Zimmer haben konnte. Das Essen habe ich in ihrem Käfig ein bisschen verteilt. Süß. Süß. So, der Eingang ihres Häuschen ist zwar ein bisschen klein, aber das liegt auch zum größten Teil, weil sie den Rest total verbuddelt hat.